Hallo. Angelika Becker von der Liedgruppe. Schönen guten Tag. Ja. Ich bin der Leiter vom Kundendienst bei unserer Firma. Hallo. Und ich hören Sie mich? Mach mal die Musik aus, ich verstehe kein Wort. Schreien Sie bitte nicht, doch, Sie hören mich. Mach die Musik aus, ich kann nichts verstehen. Was ist das? Doch, Sie hören mich. Was soll diese Sie Musik? Sie hören alles, was ich sage. Mach die Musik aus. Wieso? Weil das stört. Erste, bei mich. Uns, bei wem? Wem stört das? Mich. Sie hören mich. Das stört. Sie hören mich. Ja und? Stört trotzdem. Wieso? Auf welche Weise stört das? Das ist nervig, Idiotenmusik da im Hintergrund. Ach so. Mach das leise, blöd. Ach so. Herr Wadelzige, warum sind Sie so unhöflich? Wie, was ist unhöflich, bei Leuten anzurufen, wenn da Musik läuft? Das ist unhöflich. Ich rufe Sie erstmal. Zum Erstmal. Wenn du hier zehnmal rufst, mach ich mal. Mach die Musik aus. Was ist los? Warum soll ich das machen? Weil die Musik Scheißendreck ist. Ach so. Deutsche Musik ist scheiße Musik. Ist so. So irgendwelche Affen, die ihre Köpfe gegen die Wand schlagen. Was soll das? Jawohl, der Zieger. Sie sind so unhöflich. Ich passe mich nur an. Sprechen Sie zu Ihrer Frau auch so. Natürlich, die hat es nicht anders verdient. Wenn die solche Musik anmacht, lasse ich mich scheiden. Warum? Niemanden stört das? Doch. Ihnen stört das. Warum? Ich verstehe nicht. Sie ist doch scheißegal, warum mich das stört. Mach das Ding aus oder ich lege auf. Ganz einfach. Jawohl, der Ziege. Warum schimpfen Sie? Ich habe noch nichts geschimpft. Soll ich schimpfen? Sie haben? Doch. Nein, bisher bin ich noch sehr freundlich gewesen. Machst du jetzt die Musik aus oder nicht? Nein. Nee, warum nicht? Nein. Sie sind unhöflich und Sie schimpfen. Ich habe noch nicht angefangen zu schimpfen, Zuckerblech. Es ist unangenehm. Edina Hui. Sie können noch... Bitte? Edina Hui. Das hast du jetzt verstanden, nicht wahr? Also ich unterhalte mich doch nicht mit Leuten, die so eine schreckliche Musik da in einer Tour abspielen. Und dann noch zu diskutieren. Ja? Ja, hallo, hier ist Konstantin. Ist da technisch Support, Microsoft? Ja. Ja, ich habe hier bei Internet so eine Warnung bekommen, das ist mein Computer mit Virus irgendwas und Trojaner. Und ich soll Sie anrufen. Genau. Aber mein Herr, ich sage Ihnen, wenn wollen Sie Ihr Problem bereinigen, das kostet Ihnen, ja? Das was ist dann? Das kostet Ihnen ungefähr 300 Euro. Puh. Aber dann funktioniert der Computer wieder, ja? Ja, richtig. Nachdem Arbeiten Ihre Geld nochmal läuft, ja? Nochmal, was war die Frage? Nachdem unsere Arbeit alles ist in Ordnung, ja, dann Sie weiterarbeiten in Ihrem Computer. Ja, das ist gut, weil da ist so mein ganzes Online-Banking und PayPal und Bitcoin und alles. Genau. Ist jetzt alles weg, oder genau. Was? Alles ist weg, dann Sie alle Sachen verlieren, ja? Scheiße. Sie sollen nur einfach folgen, ja? Ja, okay, was soll ich machen? Ich habe Computer jetzt, ich habe den Computer schnell ausgemacht. Ja, machen Sie das. Einmal holen Sie Papier und Kuli. Papier und Kuli, ja, einen Moment. Okay, habe ich. Schreiben Sie dort Google. Google? Ja. Dann Baby Paula. Aha. LW Ludwig, Abi Anton, Y, ja? Ja. Dann Google Play, ja? Google dann Play. Abi Kauf, Google Play Store Abi. Oder wo soll ich jetzt zu Google, Google Play Store? Play Carter. Google Play Carter. Ich verstehe nicht, was hat das mit meinem Computer zu tun? Hören Sie mich nur, ja? Ja, nur. Ja. Was haben Sie geschrieben? Google Play, ja? Ich habe Google Play geschrieben, ich kenne Google Play. Da. Dann schreiben Sie Karte. Karton? Karte, schreiben Sie Karte, ja? Karte, ja. Ja. So, Sie sollen diese Karte kaufen, ja? Von Google, von Edeka, Aldi, Netto, Penny, Rewe, Lidl oder Tankstelle, ja? Aber nee, ich glaube, die haben mich falsch verstanden. Mein Computer hat ein Virus. Ja, ich weiß. So, deshalb sage ich Ihnen, Sie sollen diese Karte kaufen. In diesem Karte, wir bekommen einige Code, ja?
Und wir brauchen diese Code zu bereinigen, okay? Das ist doch Schwachsinn. So einfach sagen Sie mir, wie viele brauchen Sie diese Karte zu kaufen? Halbe Stunde oder? Oh, ja, Tankstelle ist gegenüber, 10 Minuten oder so. Okay. Dann gehen Sie und kaufen Sie diese Google Play Karte für 200 Euro, ja? Zwei Karte kaufen, okay? Zwei mal 200 Euro? Ja. Und dann soll ich wieder anrufen, ja? Ja. Okay, mach ich. Dann bis gleich, ja? Ja, tschüss. Ciao. Es ist unglaublich, wie dreist dieses Pack ist. Hallo. Was geht? Benutzen Sie jetzt Ihren Computer. Ha, was ist? Hier ist Dimitri. Wer ist da? Dimitri, hallo. Perfekt. Machen Sie Computer an. Was? Und wir machen weiter. Machen Sie Computer an. Warum? Sie sollen investieren bei uns 500 Euro, um ein Millionär zu sein in den nächsten Monat. Wirklich? Ja. Krass. Weil die Dogecoin wird enorm nach oben gehen. Weil was? Die Dogecoin wird enorm nach oben gehen. So, Computer. Können Sie Computer jetzt? Ja, Computer. Ja. Ich habe benutzt bei meinem Zimmer gegangen. Gehen Sie sofort und machen Sie anderen. Verlieren Sie nicht Ihre Zeit, Geld zu verdienen. Ja, Computer ist an. Und jetzt? Jetzt haben Sie Anydesk. Habe ich was? Anydesk. Wissen Sie, was Anydesk ist? Ja, das hat mein Computer neulich so Virus haben und ein Kollege hat repariert. Virus im Computer. Ja, ein Kollege hat reparieren mit Anydesk. Das ist doch das wie Teamviewer, richtig? Okay, ja genau. Geben Sie die Nummer von Anydesk. Wie funktioniert das nochmal? Das ist schon lange her. Ach ja, guck mal hier. Du brauchst das Nummer, was da steht, richtig? Ja, natürlich. Alles klar, hörst du zu, ist 984. Ja. 646. Ja. 966, blöd. Okay, nur einen Moment bitte. Ja, hallo, ja, einen Moment bitte. Was ist denn los da? Können Sie bitte wieder noch einmal die... Okay. Ha? Nur einen Moment, bitte. Was lässt du mir? Akzeptieren Sie bitte die... Ja, hab ich doch schon. Okay, perfekt. Nur einen Moment, bitte. Thermomix? Herr Dimitri, das ist unsere Plattform. Du brauchst nicht Herr sagen, wir sind unter Freunden. Sag einfach Dimitri. Okay, ich ja, bin natürlich. Cooler Dimitri. Junge. Okay, danke schön, Dimitri. Wie heißt du? Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Roland, okay. Genau, das ist unsere Plattform. Cool. Hier, Sie können die... Krass. Sehen Sie das? Ja, ich sehe, ich kann gucken, ich habe Augen offen. So, das ist unsere Webseite. Ganz nach unten, unsere Webseite, haben Sie unsere Kontaktnummer, die Lizenznummer hier steht. Sehen Sie das? Hongkong? Ja, weil unsere Hauptlizenzierung ist in Hongkong, aber wir sind Security hier auch Security Commission Malaysia, hast du kein deutsches Lizenz hier oder was? Wir haben die Lizenz von BaFin. Von was? Ha? Was ist los? Warum lachst du die ganze Zeit? Was für ein Trottel! Ah, Mausbettel, ich lasse ihn nicht runter. Mouse Battle, schade. Keine Ahnung, was der hat. Hier ist die Jenny. Ich habe ein Problem mit meinem Computer. Bin ich da richtig bei Ihnen? Okay, und Sie können sehen, ein Feature halt der Warnung, richtig? Nochmal, was? Sie kommen sehr leise nur bei mir an. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Sie sehen so dein Feature halt der Warnung in deinem Computer. Ja, da ist so eine Viruswarnung. Können Sie mir da helfen? Okay.
Ja, Sie wissen ja, Frauen und Technik, ich krieg das nicht hin. Bitte, in deinem Computer, Sie haben viele, viele Probleme. Verstehen Sie das? Ja, ich habe in meinem Computer ganz viele Probleme. Okay, so was Sie können sehen in deinem Computer? Meerschweinchen, 3 Stück. Na okay, keine Sorgen. Sie überprüfen deine Tastatur, okay? Überprüfen deine Tastatur. Die Meerschweinchen sollen meine Tastatur überprüfen? Das wird wieder ein tolles Titelbild. Da hat Tabasco wieder gut was zu tun. Das ist so linken Seite, ganz nach unten. Sie haben eine STRG-Taste. Das ist so eine STRG-Taste habe. Ja. Und neben die STRG-Taste, das ist so ein 4-Flecke Windows-Taste. Ja. Sie nur drücken das Windows-Taste und halten, okay? Also ich soll die Meerschweinchen jetzt streicheln, ja? Sie drücken die Windows-Taste und halten. Und mit die anderen Finger, Sie drücken D-Taste. D wie Deutschland. Deutschland? Ja, zusammen drücken. Ja, gut, mache ich. Okay, einen Moment gebe mir. Fängst du jetzt an zu singen? Hallo? Hallo? Ja. Ja? Und dann? Ist da jetzt jemand anderes am Telefon? Ach, ja, bitte. Ich bin ein Senior, das sagt man. Ich bin Daniel Richard. Nochmal, ich habe Sie nicht verstanden. Ich bin Daniel Richard, okay? Daniel Richard? Okay, genau. Also der Kollege hat gesagt, ich soll die Windows-Taste und D wie Dora drücken, da passiert aber gar nichts. Sie haben nicht gedrückt, das Windows-Taste und Taste D wie Dora, richtig? Die habe ich gedrückt, da passiert nichts. Okay, selbst was siehst du auf der Computerbild? Hühner, das sind Perlhühner. Ich habe das nicht verstanden, bitte noch einmal. Perlhühner. Mhm. Aber da ist okay. Kein Fenster aufgegangen. Okay, das ist okay. Dann rufen Sie wieder zurück an, okay? Nochmal, was soll ich machen? Also ich habe jetzt Windows und D gedrückt, aber da passiert nichts. Oh, Scheiße. Was? Hey, hallo. Hallo. Warum lachst du? Ich lache nicht, ich rede ganz normal. Nein. Wer ist denn der Chef bei euch, sag mal? Chef, warte kurz, hallo! Gelber da oben! Olum? Gollum? Ist Smeagol auch bei euch? Was sagst du? Warum? Nein, er ist einer von Sri Lanka! Bist du aus Sri Lanka? Hör mir zu! Gib mir deinen Herrmeister! Was? Warte kurz. Hier ist Lucifer Morgenstern. Ja, bitte. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Hier ist Lucifer Morgenstern. Wer ist er? Lucifer. Oh? Wer ist Hallo. Frankfurt. Wer ist er? Hier ist Lucifer. Hallo? NATO, hallo. Hallo, NATO? Ja, NATO. Hier ist die russische Botschaft in Indien. Hey, nasılsın? Öldürebilirsin gibi buraya öldürüm. Gesundheit. Dankeschön, Gesundheit auch. Danke. Was geht? Warum hast du angerufen? Ihr habt mir angerufen. Du bist weitergeleitet bei Pornostar. Weißt du was? Ja, ich habe dicke Schwanz. Kann ich bei euch mitmachen? Nein, du warst sehr klein, Mann. Soll ich dir Bild schicken? Gib mir Adress. Ja, aber trotzdem, Mund hat was denn, hast du klein. Was? Hast du klein? Nein. Ich kann bezeugen. Nein. Okay, schick ein Bild. Ja, gib mir E-Mail-Adress. Okay. Kannst du schreiben, die E-Mail-Adresse bitte? Ja. Okay, B wie Paula. Warte, muss ich E-Mail-Adresse aufmachen? Okay. Oder willst du bei meinem Computer draufschalten? Da kannst du meine Bilder angucken. Nein. Anydesk. Komm, mach Anydesk auf. Was ist das? Jetzt sag mir nicht, du kennst nicht Anydesk, Bett. Komm schnell, Baby Paula, Otto, ich hab nicht so viel Zeit, komm. Paula, schnell. Otto, Richard, Nordpol, Heinrich, ja,
Uta. Do you speak English, sir? What? From now on, I will only talk English. What is your name, my friend? What? What you say? What? I asking what is your name, Benjot? My name is John Travolta. John Travolta. My name is Donald Trump. Nice to meet you. Hey, ciao, signore, ciao. Wir haben nicht so viel Zeit, Mr. Special. Du bist ein einfach so eine Kanake, bleib gesund, ciao. Und du bist bei YouTube live. Ciao, 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 heide, ciao, ciao, ciao. Fuck! Na komm, hol den nächsten Idioten ans Telefon. Ich weiß, du willst das auch. Mimi hat die Boutique-Legate, Galia. Ich fange an, indische Lieder zu singen. Hey, tschüss. Benjot? Tschüss. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht es gut, danke. Das freut mir sehr. Wie ist dein Name? Alicia Novak. Ja, und wie ist der richtige Name? Alicia Novak. Ja, und wie kann ich sie weiter gehelft machen, tun? Ich möchte nicht mit dir reden. Ja, warum hast du dann den Mund aufgemacht? Bye. Verschwinde, gib mir den nächsten Idioten. Hallo, ist das Trottel Nummer 5 oder Nummer 6? Ey Leute, ohne Scheiß, dieses Gespräch ging da vor eine halbe Stunde. Ich hab nicht auf Aufnehmen gedrückt. Egal, habt ihr ein paar lustige Fetzen davon. Meldung. Nochmal, was ist? Hab's nicht verstanden. Geht um Ihre Anmeldung. Aha. Sie haben sich für den Handel interessiert, stimmt das? Dann rufen Sie von Google an. Ja, ich hatte gerade Sie, Ihre Anmeldung ist nicht möglich, da Ihr Konto durch eine Passwortübernahme von der russischen Mafia gefährdet ist. Rufen Sie deswegen an? Eigentlich nicht. Das ist schade. Ich warte auf Rückruf von Google. Sie sind nicht von Google, oder? Nein. Warum nicht? Sie haben sich wo angemeldet? Ja, gerade hier bei, wie hieß die Seite nochmal? Gmail XXX. Und da heißt nein, es, Kontodaten sind gefährdet. Können Sie reparieren? Nein. Dabei, los, ich muss mich einloggen. Hallo? Herr Maulwurf? Ja, ich bin hier. Los, mach hin. Okay. Sie haben sich für Trading interessiert. Ich rufe für deswegen Dating? Nein, an. Ich bin glücklich verheiratet mit drei wunderschönen Frauen. Mit drei Frauen? Ja, klar. Ach so. Du hast sie in Usbekistan angerufen. Nein. Doch. Sehen Sie die Nummer? Das ist nicht aus Usbekistan. Ja, aber ich bin Usbekistan, verstehst du nicht? Ach so. Ja. Wunderbar. Und wohnen Sie in Deutschland? Na klar. Und wie lange, wenn ich fragen darf? 3 Tage. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich bin hier zu arbeiten, verstehst du? Alles klar. Und 3 Frauen haben Sie in Usbekistan oder in Deutschland? Ja, klar. Deutschland darfst du nicht. Da hätten die mir 2 weggenommen und ich wüsste nicht, welche ich weggeben soll. Verstehst du? Das große Problem. Echt? Lass du mich aus oder was? Eigentlich nicht. Ich bin Ihre Account-Managerin, Herr Maulwurf. Was bist du? Account-Managerin. Achso, doch von Google. Klasse. Nein, nicht also ich von Google. Ich hab mir ein neues Passwort ausgedacht, weißt du. Da kommt bestimmt jemand drauf. Ich würde sagen, Eunuch im Neoprenanzug. Weißt du, das ist Passwort. Da kommt keiner drauf auf die Idee. Kann man das machen? Nein, wir können kein Passwort schaffen, ja? Warum? Ich rufe nicht deswegen an. Ja, ich aber. Sie wollten das Geld auf dem Finanzmarkt verdienen. Ja, aber geht ja nicht, wenn ich mein Google-Konto nicht benutzen kann. Verstehst du doch? Google-Account. Meinen Sie, haben Sie keinen Zugriff zur Posteingang, ja? Genau. gmail.com. Ja, genau. Also bitte nicht reparieren. Gmail XXX. Genau. Versuchen Sie bitte dann noch einmal. Hab ich ja. Da steht, ich habe Passwort zu oft falsch eingegeben. Jetzt ist Account gesperrt. Ach so. Ich kann Ihnen leider dabei nicht helfen. Ach, sind Sie noch in der Ausbildung? Bitte? Sind Sie noch Azubi, Ausbildung? Ja. Ja?
Kann ich denn bitte mit Teamleiter sprechen? Vielleicht kann der mir helfen. Was meinen Sie? Ja, mit Passwort zurücksetzen. Wir können das nicht machen. Aber warum wir nicht? Ich habe schon mal gemacht, aber jetzt kann ich nicht mehr selber machen. Wo haben Sie sich eingeloggt? Bei uns? Na, bei meinem Gmail-Konto. Versteh doch, was ich dir sage, Devoschka. Okay, gut. Wir haben leider keinen Zugang, ja? Blöd. Das ist scheiße, da kann ich mich gar nicht mehr anmelden. Versuchen Sie bitte, das noch einmal abzuklären. Nochmal? Ich rufe dann später noch einmal an. So. Ja. Ah ja, sollen wir dann heute Abend, haben Sie bis heute Abend gelöst, den Problem? Versuchen Sie bitte, das zu schaffen. Ich? Aber wozu gibt Sie denn? Ich rufe von anderes Unternehmen an. Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss doch hier mein Konto wieder benutzen. Kann sein. Sie können ein neues, E-Mail schaffen, so meine ich. Ein neues E-Mail? Nein, ich brauche ja mein altes, sonst kann ich mich gar nicht mehr auf meine ganzen Seiten anmelden. Versteh doch, das ist das große Problem. Sonst schieben die meine drei Frauen noch ab. Alles klar. Gut, ich rufe dann später an. Alles klar, so machen wir das. Bis dann, Süße, ne? Bis dann. Ciao. Also, Sie haben sich auf unsere Seite Daten eingegeben, ja? Wer hat sich übergeben? So Arztstufen? Also, es geht um Onlinehandel. Sie haben Interesse geäußert und ich rufe bezüglich Ihrer Anmeldung auf unsere Webseite, ja? Ja, können Sie Deutsch reden, right? Gut. Wer hat sich hier übergeben? Warum Menschen bei sich schreien, sollen mal Arzt anrufen? Notfall? Also, Sie haben unsere Webseite besucht, Advanced Talk. Deswegen rufe ich Sie an. Er hat gekotzt. Das ist meine Aufgabe, ja? Sie haben gekotzt, dann müssen Sie jetzt bitte viel Wasser trinken und gucken, dass der Bauch wieder gut wird, ja? Und eine heiße Tee trinken, ein bisschen Zwieback essen, aber keine fettigen und milchhaltigen Produkte konsumieren. Also können Sie seriös sein? Was können? Also, Sie haben sich auf unserer Webseite Ihre Daten eingegeben. Hier habe ich Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer, ja? Ja. Das heißt, Sie haben sich bei uns angemeldet, ja? Registriert. Deswegen rufe ich Sie an. Ja, ich bin Anspruchspartnerin für Sie, ja? Anspruchspartnerin? Hatte ich doch schon mal. Wollen wir dann bei 13 Uhr Termin machen? Da können Sie kommen, da kann ich Bauch- und eine Popo-Untersuchung machen. Ja? Also es geht um Online-Handel. Sie haben sich bei uns angemeldet, ja? Ich weiß nicht, worüber Sie sprechen, hier ist aber Doktor. Das ist die Tatsache. Sie haben sich bei uns angemeldet. Hallo, ja, es geht um Online-Trading. Hier ist Doktor. Wo hast du Schmerzen? Also, ich bin gesund, ja? Ich habe keine Schmerzen. Ja, Sie haben sich bei uns angemeldet und deswegen rufe ich Sie an. Warum bei Ihnen das Doktor anrufen? Sind Sie Hans-Joachim Vorderziege? Nein. Sind Sie Hans-Joachim Vorderziege? Nein, ich bin Abubakar al-Baghdadi. Also diese Nummer gehört Ihnen, aber Sie sind kein Herr Vorderziege, ja? Nein, hier ist Indisch Doktor. Dann, das heißt, ich bin falsch verbunden, ja? Schönen Tag für Sie. Ja, und Ciao. Sie haben Sie Magenschmerzen, right? Breakdurchfall? Müssen Sie Kohletabletten holen? Also was für Apotheke meinen Sie? Ja, Sie bei Apotheke gehen und Kohletabletten holen. Worüber sprechen Sie jetzt? Wegen Bauchschmerzen. Sie haben sich bei uns angemeldet. Ich habe keine Bauchschmerzen. Ja, aber Sie doch Sie haben geben. Sich bei uns angemeldet, ja? Aber Sie sagen, Sie übergeben. Dann müssen Sie Kohletabletten bei Apotheke holen und 2 Tage nicht bei Arbeit gehen. Und dann können wir Krankschreibung machen, okay? Also, schönen Tag für Sie. Gute Ciao. Besserung. Hallo. Hallo. Christian von Yellowstrom, ist der Sika zu sprechen? Wer ist am Telefon? Mit wem spreche ich bitte? Christian von Yellowstrom, wir sollten uns nochmal melden. Bei wem?
Und das ging um den Strom, gegebenenfalls Gastarif. Bei welchem Anbieter sehen Sie denn jetzt nochmal momentan, Herr Siegert? Hatten Sie da schon mal mit jemandem aus diesem Haushalt gesprochen? Ja, hatten wir schon mal. Mit wem haben Sie sich denn unterhalten? Das war mit der Dame. Sie hat noch schon mit dem Kollegen telefoniert, ne? Der hatte mit meiner Frau gesprochen. Wann ist die Frau denn zu erreichen? Das kommt ganz darauf an, um welche Angelegenheit es sich bei das diesem Anruf handelt. Den Stromtarif. Da hat meine Frau überhaupt nichts mit zu tun. Okay, sind Sie denn derjenige, der für Strom zuständig ist? Selbstverständlich. Perfekt. So, bei welchem Stromanbieter sind Sie denn jetzt momentan? Wie kommt dieser Anruf denn zustande, wenn ich fragen darf? Sie haben bei der Online-Umfrage teilgenommen. War das Ihre ganze Antwort? Sie haben bei der Online-Umfrage teilgenommen, bei deintechnikpaket.de. Und deswegen rufen Sie an? Ja, da sollten wir uns bei ihm melden, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Sie speziell beauftragt hätte, mich anzurufen. Ja, am 28.04. 14:59, 47 Sekunden weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr, was ich da gemacht habe. Das ist in der Tat richtig. Und ich hoffe, Sie wissen auch nicht, was ich um diese Zeit gemacht habe. Na? Gut, bei welchen Anbietern sind Sie denn momentan? Das sind die Stadtwerke. Stadtwerke. Wie hoch ist denn da der jährliche Verbrauch? Ich verstehe, diese Frage kann ich Ihnen nicht zu abschließender Zufriedenheit beantworten. Ich nehme an, dass es sich dabei etwa um 2500 handelt. So, was zahlen Sie denn momentan monatlich? Das dürfte dann um und bei 55 Euro sein. Gut. Ich gebe das nochmal meinen Kollegen so weiter und er meldet sich dann nochmal, ja? Und weswegen haben Sie jetzt angerufen? Ich habe ganz normal hier den Anruf reinbekommen, dass Sie halt angerufen werden von uns. Und jetzt werde ich erneut angerufen, anstatt dass wir jetzt weitersprechen. Was ist der Sinn dieser Arbeitsteilung? So, was zahlen 55 Euro bei 2500 kWh? Kochen Sie, heizen Sie auch mit Gas? Nein, wir beziehen lediglich Strom. Führen Sie ein schriftliches Gesprächsprotokoll. Nein, wieso sollte ich? Weil ich die ganze Zeit eine Tastatur klackern höre. Nö. In Ordnung. Klar muss ich einige Sachen eingeben, ne? Sowas wie Daten, Postleitzahlgebiet, wie da die Preise sind, ne? Ist ja normal. Ne? Und wie verhält sich das momentan mit den Preisen, wenn Sie das vor sich liegen haben? So. Sie zahlen bei 2500 kWh 67,91 Euro bei uns. Das heißt, ich würde um und bei 12 Euro mehr im Monat bezahlen. Genau. Das ist wunderbar, dass Sie mich angerufen haben, um mir anzubieten, monatlich mehr zu bezahlen. Ja, finde ich auch eine ganz tolle Sache, ne? In der Tat. Ich notiere mir das, nehmen Sie raus, wünsche Ihnen alles Gute, ja? Wann können wir das denn einstellen? Ich notiere mir das, nehmen Sie jetzt raus und Sie bekommen von uns keine Anrufe mehr, ja? Das finde ich aber nicht in Ordnung. Ich würde sehr gerne weiterhin von Ihnen Anrufe bekommen. Sie bekommen von anderen Firmen noch Anrufe, da brauchen Sie keine Bedenken haben. Sie haben ja bei der Online-Umfrage teilgenommen, und ne? Und von welchen Firmen werde ich noch Anrufe bekommen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe da aber noch nicht mitgemacht bei der Online-Umfrage. Aber da Ihre Firma ja auch mit diesen betrügerischen Callcentern zusammenarbeitet, können Sie mir das ja mit Sicherheit sagen. Da müssen Sie ja gucken, wo Sie drauf waren, bei deintechnikpaket.de. Das ist richtig, ne? Aber Ihre Firma kauft ja von diesen dubiosen Firmen Kundendaten auf. Da dachte ich, da können Sie mir sagen, wer da noch mit im Boot sitzt. Da kann ich Ihnen ja keine Auskunft zu geben. Da können Sie aber bei deintechnikpaket.de gerne mitmachen. Da gehen Sie mal auf Impressum und gucken sich das mal alles in Ruhe an. Rufen da dort mal gegebenenfalls an. Das werde ich machen, das werde ich mir zu Gemüte führen. Und ich finde es schade, dass eine solche renommierte Firma bei dubiosen Callcentern Daten aufkauft. Das muss ich an dieser Stelle meine Erstaunen zum Ausdruck bringen. Doch, dubios? Nein. Na doch, Sie beantworten da Fragen. Haben Sie in der Vergangenheit bereits Ihren Stromtarif gewechselt und würden das bei entsprechenden Ankonditionen erneut tun? Drücken Sie auf Ja und schon werden bei Ihnen 20 Firmen anrufen, weil die das Ja als Werbeeinverständnis deuten. Wie gesagt, ich habe da noch nie mitgemacht.
Würde ich auch nicht mitmachen, ich würde auch da auch meine gesamten Daten nie im Internet preisgeben. Ne? Sehen Sie, und dann müssen Sie sich einmal in die Schuhe der Kunden versetzen, die dann immer angerufen werden. Ja gut, da muss man sich in die Kunden natürlich reinversetzen, wie kann man die Daten denn auch so im Internet preisgeben. Dann das kann ich mich nicht beschweren, wenn ich anrufe. Bekomme. Das hat ja nie jemand getan, das kann ja quasi jeder in meinem Namen gemacht haben. Ist das denn jetzt, von wo Sie anrufen? Sind Sie denn bei Yellow direkt angestellt oder wir sind Sie direkt ein Beauftragter? Yellow Vertrieb. Sind Sie ein beauftragtes Callcenter? Wir sind im Yellow Vertrieb. Heißt, Sie haben einen Arbeitsvertrag direkt bei Yellow Strom? Wie gesagt, wir sind im Yellow Vertrieb. Das heißt, Sie sind bei einer anderen Firma angestellt? Nein. Wir sind hier im Yellow Vertrieb. Ja, ist das eine Antwort auf meine Frage? Sind Sie bei Yellow direkt angestellt? Da brauchen Ihnen ja keine Auskunft zu geben. Das wäre im Sinne der Transparenz eine für mich sehr wichtige Auskunft. Und die Seriosität, ich muss die Seriosität Ihres Angebotes einschätzen können. Ja? Brauche ich Ihnen keine Auskunft zu geben? Das heißt, Sie verweigern die Aussage aufgrund der Gefahr, sich selbst zu belasten. Das würde ich an Ihrer Stelle wahrscheinlich genauso tun. Das ist ja auch Ihr gutes Recht, das müssen Sie ja auch nicht tun. Wie gesagt, werde ich keine Äußerung zu tätigen. Ich nehme Sie raus. Hören Sie mir mal zu. Ja, sicher. Ich nehme Sie raus. Sie bekommen von uns keine Anrufe mehr, weil das Angebot passt ja nicht. Wir sind ja zu teuer. Das ist hinterher. Können Sie bitte noch einmal den Satz, ich verweigere die Aussage aufgrund der Gefahr, mich selbst zu belasten, für mich wiederholen? Das würde mir Seelenfrieden geben. Nein, würde ich natürlich nicht wiederholen. Das ist sehr kundenunfreundlich. Nein. Das hat ja nichts mit Kunden unfreundlich zu tun. Sie können doch auf meine Wünsche eingehen. Der Kunde ist doch immer der König. Nein. Selbstverständlich. Nein, ich habe kaufmännisch gelernt, der Kunde ist nicht immer König. Sondern? Dazu habe ich im kaufmännischen Bereich zu viel erlebt. Aber ist auch egal. So, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute und schönen Tag noch. Ja? Warum arbeiten Sie als Kaufmann in einem dubiosen Callcenter? Haben Sie doch eine anständige Ausbildung genossen und dann legt er einfach auf. Hallo, ich heiße Mary Roberts. Ich rufe Sie von der Firma Uniglobal Assets. Ein Roboter? Was? Hallo? Ja, wer bist du, Mann? Ich frage nicht nochmal. Ich heiße Mary Roberts. Ich rufe Sie von der Firma Uniglobal Assets. Was ist das? Also, Sie haben Interesse am Finanzmarkt gezeigt. Das heißt Kryptowährungen, Aktien. Ja, und jetzt? Ja, und heute rufe ich hier, um zu erklären, was wir anbieten. Also, haben Sie Erfahrung in dieser Serie? In den Serien? Ja, ich habe gerade die erste Staffel vom neuen Resident Evil angeguckt. Also, das ist prima, dass Sie darüber Erfahrung haben. Ja, klar. Es ist auch... Ja, und investieren Sie jetzt? Ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage? Eine Frage, ja. Ja, so ein bisschen mehr Power, Mädel. Also, auch eine Frage, investieren Sie allein? Nee, wir haben hier eine Tippgemeinschaft von nur 89 ausgewählten Personen, die im Endfinale sind, Alter. Okay, das klingt prima. Unsere Firma anbietet Handelsroboter und Finanzbetreuer. Roboter, das ist gut, Alter. Ich habe nämlich gerade mein R2-D2 verloren. Aber der müsste ersetzt werden. Und Cotsworth wuselt auch immer noch in Sanctuary rum, obwohl ich den eigentlich mit in die neue Basis nehmen wollte. Ich habe akustisch nie gehört. Können Sie wiederholen? Ich habe gesagt, Cotsworth treibt sich immer noch in Sanctuary rum. Hast du das verstanden? Ja, okay. Ja, was habe ich denn gesagt? Da hört es schon auf, ne? Wie kannst du mir denn weiterhelfen, Anushka? Also, ich will ihr unser System erklären. Und, ja, ist das Windows oder Linux? Es ist eine Website. Ja, und auf welchem HTTP-Protokoll läuft die?
Also diese Website können Sie öffnen von jeder Browser, das heißt Google Chrome, Firefox, genau. Ja, Sie sind von Firefox, ja, das ist geil. Ich finde den Fuchs, ja, den ihr euch als Logo ausgedacht habt, den finde ich ja schon hocherotisch, Alter. Das ist einfach so. Wann kommst du denn vorbei? Also, Sie haben Interesse bei uns gezeigt, das heißt, Sie haben sich angemeldet und heute rufe ich Sie an, um zu erklären. Ja, dann erklär auch mal. Ja, okay. Na, wir verfügen über diese Finanzbetreuer, mit denen Sie einen Termin machen. Mit diesem Finanzbetreuer besprechen Sie die Situation in der Bereich. Also. Ach, soll ich das mit Ihrem Betreuer besprechen? Stehen Sie unter finanzieller Betreuung? Ich bin nicht dieser Finanzbetreuer. Also wenn Sie Ihre SD-Deposition machen, dann... Was soll ich machen? Alter, sprich mal so, dass man dich auch verstehen kann. Also wenn Sie Geld deposieren... Was ist deposieren, Alter? Was ist das? Das heißt, wenn Sie Geld auf Ihr Konto legen... Ihre Konto in unserer Website. Ja, soll ich das vertikal oder horizontal drauflegen? Also, die mindeste Summe ist 250. Und wenn Sie diese Summe geben, dann sprechen Sie mit dieser Finanzbetreuer, wie diese Summe zu nutzen, also wer es zu investieren. Ah ja, das hört sich höchst profitabel an. Ich will sofort 500 indische Rupien da investieren. Sie wollen jetzt investieren? Ja, klar, Mann. Das hört sich gut an. Ich hab von meinem letzten Aufenthalt in Hightech City, Alter, ich hab noch 500 indische Rupie, Alter, das ist einfach so. Und eine Buddelraki, aber die ist leer, die willst du bestimmt nicht mehr haben. Okay, wann können wir denn anfangen? Ey, du bist so blöd, du schnallst überhaupt nichts, ne? Wir können sogar jetzt anfangen. Also sag ich wir doch. Können unsere... wie bitte? Ja, genau, sag ich doch. Ja, okay, dann öffnen Sie unsere Webseite. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wie die heißt. UniGlobalAssets.com. Was für ein Ding? Ich kann kein Französisch. Das ist kein Französisch. Na doch, sonst will ich das doch verstehen. Also ich kann ja schon Französisch, aber an der Sprache hapert es ein bisschen. Verstehst du das? Nee, natürlich nicht, aber ey, man kann ja mal fragen. Ich kann das diktieren. Willen Sie das? Du bist Diktator? Ja. Ja? Von welcher Partei? Na, wie bitte? Ich hab gefragt, von welcher Partei? Mein, sag mal, so beknackt in der Murmel wie du bist, hast du überhaupt schon bei irgendjemandem das geschafft durchzuziehen? Also, alles gibt es auf unserer Webseite. Ja, alles nur kein Gehirn, Alter. Was ist los? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben, dass du so einen dreckigen Job machen musst? Erzähl mal. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ja, das weiß ich, dass du nichts verstehst. Aber warum nicht? Hablo Español. Nein, ich spreche nur Deutsch. Auch Englisch kann ich. Das ist das. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass das Deutsch ist, was du da sprichst mit mir. Ich habe sie erzählt. Ja, erzählen kann ich auch viel, Alter. Ich komme gerade aus einem Haribo-Wunderland, Alter. Und da habe ich die Katze gesehen, die auf der Schildkröte drauf saß. Verstehst du das? Ja. Ja, was habe ich gerade gesagt?
Ey, mal ernsthaft, wo ist die Kette? Schönen guten Tag. Wo ist die Kette? Verdammt nochmal. Mit Ihnen spricht Manuel aus Manuel aus Handelsplanung. Wie ist Ihr Name? Hören Sie mich. Manuel, Manuel. Ja, wie in weit heißen Sie Manuel mit Vornamen und mit Nachnamen? Manuel Thompson, Herr Maulwurf. Ja, ich weiß, wie ich heiße, ne? Was wollen Sie denn so spät am Abend? Sie haben vor 20 Minuten sich registriert für Handeln, deshalb rufe ich an. Ja, ich warte ja immer noch auf das Essen, ne? 20 Minuten sind ja keine freundliche Lieferzeit. Wann kommen Sie denn? Was für Essen? Na, ich bin ja vom Roten Herz momentan nicht so begeistert, ne? Herr Maulwurf! Ja, Gino, was denn los bei dir? Mach mal hin da, ich will mein 3-Sterne-Menü haben. Die aufgebackenen Moment, Pizzen. Das ist keine Essenlieferung, hören Sie mich? Ja, aber ich hab doch schon bezahlt. Gino! Ruhe. Hallo! Gino, ja? Verstehen Sie, was ich sage? Das ist keine Essenlieferung. Ja, die ist noch nicht gekommen, genau. Das ist kein Liefer. Ich weiß. Ich sage, Sie haben sich registriert für Handel, deshalb rufe ich an. Ja, die Nummer 73, ne? Nee. Na doch. Mit extra Käse im Prinzip wollte ich das haben. Wann kommen Sie denn? Oh. Hören Sie, was ich sage? Ja, natürlich. Was für Käse sagen Sie dann denn? Ich sage, es geht um Handel. Ja, Fromage. Um Kryptowährung. Fromage, ne? Oh. Wie viel kostet das denn? Was? Ja, bei Ihnen. Was meinen Sie? Wie bitte? Gino? Was meinen Sie damit? Na, ich wollte einen Preis wissen. Was für Preis? Ja, von Ihnen. Meinen eigenen kenne ich ja, nicht wahr? Da will ich ja nicht nachfragen. Was denn heute los mit dir, sag mal? Das ist man ja gar nicht gewohnt. Hallo? Oh. Was für Namen nennen Sie mich? Ja, da ist doch das Rote Herz vom Marktplatz, oder nicht? Gino? Was für Gino? Ja, du bist doch der Gino. Hab ich gesagt, Manuel ist mein Name. Ach, sind Sie der Neue da? Dauert das deswegen so lange? Haben Sie heute erst angefangen? Nee. Wie lange machen Sie das denn schon? Sind Sie noch in der Ausbildung? Was? Nee. Nicht? Was denken Sie, warum ich die rufe? Ja, weil sich das alles wieder verspätet heute. Wie bitte? Wie bitte? Ich hab Sie nicht verstanden. Hallo, Gino. Ist ich Gino heiße auch? Nicht Gino. Kann ich bitte mit Gino reden? Sprechen Sie kein Italienisch? Warum haben Sie sich registriert? Weil ich Hunger habe. Sind Sie seriös jetzt? Nochmal, wer ist losgefahren? Meine Güte. Hallo? 4 Minuten. Ich habe gedacht, das hat sich länger angefühlt, so dumm wie der Typ ist. Ja, guten Tag, hier ist Dorian Winter. Bin ich da beim Computersupport angekommen? Mhm. Jetzt ist, sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich war hier gerade im Internet unterwegs. Ich wollte mir ein Computerspiel runterladen und jetzt habe ich hier so eine Warnung gekriegt, das Netzwerk ist in Gefahr und irgendwas mit Virus und Trojaner und all sowas. Ich habe richtig Angst.
Okay, und seit wann haben Sie diesen Problem bekommen? Gerade eben oder ein paar Stunden? Ja, gerade eben. Deswegen habe ich gleich angerufen, weil das sieht ja gefährlich aus. Haben Sie einen Computer oder Laptop? Ein Computer ist das. Ein bisschen älterer. Okay, jetzt, Moment, folgen Sie meiner Anleitung. Ich behebe hier die alle Probleme, okay? Oh, einmal toll. Sehen Sie auf Ihrem Computer Tastatur ganz unten links. Welche Taste gibt es? Steuerung. Und neben der Steuerung, welche Taste gibt es? Na, daneben ist ja die Windows-Taste. Sie sollten die Window-Taste drücken und festhalten und mit anderen Finger drücken Sie Buchstabe R. R wie Richard oder R wie Rudolf. Ja, ich kenne mich ein bisschen aus und dann geht Ausführen auf. Was soll ich da reinschreiben? Da schreiben Sie alles klein, zweimal HH wie Heinrich. Ja. Einmal Leertaste. Ja. Nochmal H wie Heinrich. Okay. Jetzt klicken Sie auf OK. Was passiert dann? Dann ich checke mit dem Computer, danach checke, warum kam diese Meldung und so weiter. Da steht jetzt HTML-Hilfe. Machen Sie diese Fenster ganz groß? Maximieren, ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Ganz oben links sehen Sie wieder die Fragezeichen? Ja, so ein kleines gelbes Fragezeichen ist da. Darauf anklicken? Ja, oh toll. Die letzte zweite Option zu URL springen. Ja, habe ich gedrückt. Und jetzt im zweiten Leerleiste schreiben Sie www. Und einen bestimmten Punkt. Punkt, dann Ultra, U-L-T-R-A. Ultra? Ja. Okay. Viewer, V-I-E-W-E-R. Ja. Punkt. Punkt. Net. Punkt net. Net. Ultraviewer.net. Okay, ich drücke da auf okay. Ja. Da geht eine Internetseite auf. Remote Desktop Software steht hier. In der Mitte eine Option More Info und Download, ja? Hier steht Order Now und Download. Download. Klicken Sie auf Download. Alles klar. Dann unten ausführen. Ausfüllen? Ausführen. Auch ausführen, okay. Ja, wieder ausführen. Ich lasse mich nämlich gerne von so hübschen Männern ausfüllen. Create Desktop Shortcut. Desktop Longcut wäre mir lieber. Okay, der installiert das jetzt. Ja, installieren. Was kommt? Ich kann das jetzt aufmachen. Allow Remote Control und Controller Remote Computer gibt's da. Okay, sagen wir das ID-Nummer. Ist das sowas wie heißt denn das? Sowas wie TeamViewer? Ja, das gleiche, das ID eine TeamViewer. Ach so, ja, das kenne ich. Also meine ID ist 54. Moment. Ja. Dann 4. Ja, 418. Ja. 593. Du Schnuckel, du. Okay, und das Passwort? Ist 4199. Okay, jetzt Maus ganz freilassen einmal, okay? Was soll ich machen? Maus ganz freilassen, ich checke jetzt alles, warum kamen diese Meldungen, okay? Stand da unten gerade Computer ABC hat sich verbunden, was ist das denn für ein Name? Okay. Und Sie haben bei uns das erste Mal angerufen oder das zweite Mal? Das erste Mal. Ich habe noch nie so ein Problem gehabt. Was können Sie da denn jetzt machen? Ich muss aber nicht Windows neu installieren, oder? Okay. Was ist das Logmein 123? Keine Ahnung. Und Sie haben diese Seite gesucht, ja? Ja. Okay, die Porno-Seite, ja? Genau. Okay, ich möchte Ihnen erklären, wenn wir die irgendeine in unserer Seite sehen, dann kamen diese Meldungen vor rein oder wieder, ja? Genau. Kann man das reparieren? Okay. Jetzt warten Sie kurz. Worauf denn? Warten Sie kurz. Alter, wie redest du mit mir, du Schwuchtel?
Mal ohne Scheiß, gewinnt ihr mal einen anderen Ton an. Entschuldige dich. Der war ja heiß, der Kerl. Schnell raus damit, die machen immer so komische Geräusche. Guten Morgen, hallo? Ja. Hallo? Ich höre, mit ja. Wem spreche ich denn? Hier ist Ziegenmann, ich rufe Sie an aus Stuttgart und möchte mich bitte nach den Gewinn erkundigen. Ja, dann schauen wir mal gleich mal nach. Haben Sie da eine Nummer? Nee, Sie möchten wissen, welche Farbe, ja? Farbe? Ja, Sie konnten aussuchen zwischen Rot und Blaues Geschenk, ja? Ja, ja, dann Rot, bitte. Rot, dann schauen wir gleich mal nach. Und wie ist denn da Ihr Vorname? Eduard. Und der Nachname Ziegenmann? Ja. Wie die Ziegen als Mehrzahl, ja? Ja, als Mehrzahl, Plural, ne? Und dann Mann. Ja. Aber mit und einem N, das ist ja israelischen Ursprungs. Ah, sehr schön. Und Herr Ziegenmann wohnt in welcher Straße? Bitte? Welche Straße? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss die Straße eintragen. Ja, lassen Sie sich nicht aufhalten. Welche Straße wohnen Sie denn? Ach so, sagen Sie das doch gleich. Das ist die Argonnenstraße, wie die Argonnenoffensive im Ersten Weltkrieg. Welche Hausnummer? 402. Und Ihre Postleitzahl lautet? Das ist 70374. Stuttgart, Bad Cannstatt. Ja. Und wann sind Sie geboren, Herr Ziegenmann? Nochmal? Wann geboren? Können wir uns in ganzen Sätzen unterhalten? Ich habe Sie gefragt, wann Sie geboren sind. Das ist doch ein Satz. Ne, Sie haben zu mir gesagt, wann geboren. Ich bin jetzt ja nicht der Sprachcomputer von der Deutschen. Wie bitte? Ich hatte Sie vorher gefragt, wann sind Sie geboren? Das ja. ist ein Satz. 8. Mai 45. Sehr schön. Dann gucken wir jetzt mal nach, und zwar mit diesem roten Paket, wenn ich das öffne. Ja. Dann erscheint hier der schöne Reisegutschein im Wert von 300 Euro von der Firma Trendtours Touristik. Also immer pro Person 100 Euro, gesamt 300. Sie dürfen sich damit selbst eine Reise aussuchen. Also muss man da zu dritt fahren dann? Nein, Sie können auch alleine. Dann haben Sie 100 Euro und haben noch 200 Euro dort stehen. Also immer pro Person 100 Euro. Werden abgerechnet vom Gesamtbetrag. Aber das aufs Mal geht das nicht, wenn man alleine reist, ne? Nee, aufs Mal nicht. Pro Person 100 Euro. Weil wenn Sie sich jetzt eine Reise aussuchen, die kostet 350 Euro, ja? Ja. Und Sie nehmen die 300 weg, na, dann hat man ja nichts gekonnt. Ne, dafür sind Gutscheine ja da, ne? Ja, aber das wäre ja zu viel des Guten, ne? Na, das kann man ja heutzutage so mal erhoffen, ne? Ja, so ist das aber. Das ist die Vorgehensweise und ich übermittle das nur. Sie kriegen das schriftlich bestätigt nach Hause. Das ist klasse. In ungefähr 4 bis 6 Wochen. So lang? Und wenn Sie das machen möchten, dann brauchen Sie sich nur zurückmelden. Man kann ihn auch übertragen. Ja? Wohin tragen? Übertragen an andere Personen. In die Buchhaltung dann im Prinzip. Ja, ja, okay. Nein, verstanden. An andere, man kann ihn verschenken. Möchte welcher doof, ne? Sie machen das, wie Sie das mögen. Natürlich, ja? Natürlich. Herr Ziegenmann, dann habe ich jetzt bloß noch zum Abschluss eine letzte Frage. Aha. Anderes Thema. Ja. Und zwar, Herr Ziegenmann, dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriften-Abos haben? Bitte? Ich wiederhole nochmal, Herr Ziegenmann, dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriften Abos haben. Konnten Sie das verstehen? Ja, aber ich habe den Sinn nicht ganz erfassen können, was ich jetzt machen soll. Ja, also wir fragen, ob wir ein- oder zweimal im Jahr
bei Ihnen anrufen dürfen, wenn wir ein Angebot haben für Tageszeitung oder Zeitschriftenabos. Sie sagen mir, persönlich ja wäre das einfacher. Nein. Also ich bin meistens anzutreffen hier im Park, ne? Weil zu Hause ist das immer so laut. Ich bin meistens draußen, ne? Also es wäre ein, zweimal im Jahr und Sie sagen mir ja oder nein. Ja, also das ist ja hier im Prinzip am Stadtpark, ne? Da gibt's was soll ich eintragen, ja oder nein? Dürfen wir anrufen, ja oder nein? Ja, ja, ich sage nur, falls ich nicht da bin, ne? Nee, ist ja nicht so schlimm. Dann wie bin lautet ich... Ihre Telefonvorwahl, wissen Sie die? Nee. Oder rufen Sie jetzt vom Handy an? Da steht Telekom drauf. Und da wissen Sie jetzt Ihre Telefonnummer nicht? Nee, ich rufe mich selten selber an, ne? Ja, aber man weiß die ja dann eventuell trotzdem, ja? Nee, dann muss ich Nein eintragen, weil dann können wir sie ja nicht anrufen, wenn wir ihre Telefonnummer nicht haben, ne? Ja, aber ich habe das ja gestattet im Prinzip, ne? Na, ich sehe aber keine Telefonnummer hier, deswegen können wir sie nicht anrufen, ne? Das ist schade, ne? So ist das. Wollen Sie mir dann denn... bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Tag, ja? Wollen Sie mir denn gar nicht das Abo von der Elite Premium Service AG andrehen? Deswegen habe ich doch angerufen. Ich habe hier kein Abo von der Elite Premium Service AG. Wie kommen Sie da drauf? Sie haben doch die Profit- und Rentekarte. Die hat ja meine Nachbarin gekriegt. Was wollen Sie mir denn da erzählen? Ich will ja die Profit- und Rentekarte haben und bei Amazon beim Einkaufen sparen und beim Tanken. Ja, warum haben Sie die denn nicht schon längst? Na, warum haben Sie denn nicht beim letzten Mal gesagt, Sie möchten die? Ne, ich habe das vergessen. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier angerufen. Ja. Nee, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das tut mir leid. Achso, die nächsten 100 Mal, wenn wir anrufen, kriegen wir die aber wieder Angebote, ne? Das weiß ich noch nicht. Je nachdem, was wir so Schönes haben, ne? Ja, ist immer der gleiche Quatsch. Geben Sie mal Elite Premium Service AG bei Google also, ein. Also das ist kein Quatsch. Ich lasse mir das gar nicht unterstellen. Ich bedanke mich. Das ist Realitätsverweigerung. Oh, wie die immer pissig werden, wenn sie damit konfrontiert werden, dass sie nicht bei Mutter Teresa arbeiten, sondern irgendwie so am Höllentor. Guten Tag. Tag. Wer ist denn da? Ich bin Wendy Hans und Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht über Onlinehandel. Ja, und Sie haben einen Termin zur Gesichtschirurgie und zur Stimmbandangleichung, ne? Können Sie gleich vorbeikommen, dann bringen wir das über die Bühne. Wie bitte? Ja, also den Hörapparat müssen wir scheinbar auch angehen. Wann haben Sie denn Zeit? Sollen wir das jetzt gleich machen? Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht über Online-Trading. Ja, genau. Deswegen, ja. Ja, deswegen. Haben Sie schon mal Erfahrung gehabt? Ich höre bei Ihnen Kinder im Hintergrund. Sind bei Ihnen Kinder angestellt? Kinder? In meinem Hintergrund? Ja. In meinem Hintergrund, das ist nur eine Musik. Also Kindermusik, ne? Also das passt ja zum Niveau her, ja, dann kann ich das verstehen. Ja. Wie passt das zum Niveau? Naja, vom Gesprächslevel her. Herr Ralf, haben Sie schon mal Erfahrung gehabt in Online-Trading? Nee, noch gar nicht. Sie denn? Okay. Ich glaube, das... In Onlinehandel. Nee. Ja, das muss ja nichts heißen. Ne? Das muss nicht heißen, warum? Naja, es gibt ja auch Leute, die arbeiten vor der Polizei und können das nicht. Oder arbeiten im Büro und können das nicht. Das muss ja nicht gleich heißen, dass man gut ist, ne, wenn man da arbeitet. Darum frage ich Sie ja, ob Sie gut sind. Weil ich brauche ja nur gute Leute. Sie brauchen nur gute Leute. Ja, ja. Warum brauchen Sie gute Leute da? Na, warum soll ich mich mit schlechten Leuten zufrieden geben? Ich lebe ja nur einmal, ne? Und meine Kohle wächst ja auch nicht auf dem Baum. Also, Herr Ralf, ich werde Ihnen erklären... Ne, Ralf ist der Vorname. Ja. Fickhart. Seikhart. Sieghart heißt das.
Sie wollten ja eigentlich wen anders sprechen, ne? Ist ja egal. Sagen Sie einfach, mein Führer. Das war jetzt zu hoch, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich werde Ihnen erklären, was so ein Line-Trading ist. Ja. Okay, und wie es funktioniert auf jeden Fall. Schaffen Sie das selbstständig zu atmen oder sitzt da irgendjemand hinter Ihnen, der an der Kurbel dreht? Nee, das schaffe ich selbst. Ich rede hier, oder? Ja, deswegen. Ich bin ein anderer. Nee, aber Sie sind kein Roboter, oder? Also, ja. Bestimmt bin ich. Deswegen rede ich auch so, ne? Sie hören mich, ich antworte Ihnen, ja. Von wo rufen Sie denn an? Was reden Sie denn, mein... Rufen Sie aus Antalya an? Italien. Italien? Oh, das ist ja so ein schönes Land. Ja, bestimmt. Ich weiß. Ja, also, gedanklich schon mal da gewesen, ne? Ich werde Ihnen erklären, was Online-Trading ist und wie es funktioniert auf jeden Fall. Ja, ich glaube nicht, dass Sie das verstanden haben, aber wir können uns den Spaß ja gönnen. Also es auf jeden Fall taugt das Ding für einen Kurzanruf hier, weil ich glaube, allzu lange halte ich das nicht aus mit Ihnen. Also, Sie reden nicht für eine andere Sache, ich rede für eine andere Sache. Sie haben eine Anmeldung getätigt. Über Online-Trading. Ja, ich habe eine Anmeldung getätigt. Mit bösen Menschen? Und alles, was mit Börse zu tun hat. Ja. Haben Sie schon mal gehört über Forex, Kryptowährungen? Ja, natürlich. Und Aktien? Natürlich habe ich über Rohstoffe. Wir haben gerade eine Zuckerplantage modernisiert in der Nähe von den Azteken. Ja, sehr gut. Und haben Sie schon mal Erfahrung gehabt? In Online-Trading? Das hast du mich doch vor 2 Minuten schon gefragt. Hat ein Gedächtnis wie ein Sieb, die gute Frau. Mal ernsthaft, ich weiß echt nicht, was ich mit so Leuten wie dir machen soll. Weil am besten kommen bei den Leuten ja Videos an, die so 15 bis 25 Minuten sind. Aber wie soll man diese Zeit, sagen wir mal, irgendwie gewinnbringend füllen, wenn man da so ein Kratin am Telefon hat? Also, ich bin so, weil Sie reden, ich weiß nicht, Sie reden, ich glaube, mit Ironie oder weiß ich auch nicht, wie kann man mit mir. Und das sollen Sie auch nicht machen. Naja, was anderes, du verstehst das doch eh nicht. Ist doch, halt die Schnauze. Ist doch ganz egal, was ich sage, du verstehst es doch sowieso nicht. Du verstehst es doch einfach nicht. Geh doch einfach mal zur Schule und lern mal eine richtige Arbeit. Geh doch mal eine Ausbildung machen. Wirklich? Ja. Und wer sagt das? Ich sag das. Du bist gerade live auf YouTube. Sie wissen nicht, wie man mit einer Frau redet. Ja, du bist keine Frau, du bist eine Kriminelle. Das ist ein Unterschied. Bin ich, wirklich. Du bist eine Kriminelle und du bist gerade live auf YouTube. Hier gucken gerade 10.000 Leute zu. Ja, okay. Machen Sie keine Sorgen. Tschüss. Ja, tschüss, Schlampe. Alter Mann. Ja, mit dir rede ich. Huron. Puta. Ja, tschüss. Diese Mistkrabben.